Jo Leute, was geht? Rappenmucker hier am Start und heute eine neue Runde Dead by Daylight. Gestern haben wir den Killer gespielt. Besser wäre es gewesen, wenn ich zum ersten Mal den Survivor angespielt habe. Aber ich glaube, jetzt werdet ihr sehen, wieso ich nicht den Survivor genommen habe. Ich bin kein guter Survivor-Spieler. Normalerweise sterbe ich innerhalb von Minuten. Das heißt, es könnte sein, dass ich jetzt zehnmal hintereinander eine Aufnahme, was heißt Aufnahme, failen, ne? Aber sterben werde. Aber ich werde versuchen, zumindest so lange zu spielen, bis ich einmal entkommen kann. Wir werden sehen, ob es funktioniert, wenn nicht, dann nicht. Eieiei, heute Abend ist das Fußballspiel Deutschland gegen Italien. Ich tippe für 2-1, habe ich auch gestern schon gesagt. Also für euch ist es gestern. Für mich ist es heute, für euch wird es gestern sein, wenn ich das hochlade. Nehmen wir den Survivor. Wir haben schon das Medipack freigespielt. Hier laufen wir erstmal. Nebenbei wird mir gesagt, man darf nicht laufen. Und man soll mega auf Sound spielen. Ich habe, glaube ich, das Game jetzt etwas lauter gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Und mir wurden ganz viele Tipps im Twitch-Chat. Also nochmal an alle Danke, die bei Twitch mitspielen oder mitmachen. Ihr wurden ganz viele Tipps gemacht. Zum Beispiel, wie kann ich erkennen, welchen Jäger wir haben, also wer der Killer ist. Es gibt ja drei verschiedene. Anhand von Haken kann man erkennen, dass es drei verschiedene... oder welcher Killer das ist von den drei verschiedenen. Wieso ist der eine nach unten gegangen? Verstehe ich nicht. Also wir nehmen gleich den ersten Generator. Wir müssen, wie ihr links unten sehen könnt, müssen wir insgesamt 5 Generatoren aktivieren. Das sind, glaube ich, um die 8 Stück auf der Map oder so. Wir haben ein Medipack, damit können wir uns heilen. Die Teammates kann man sowieso immer heilen, wenn man in der Nähe ist, aber es dauert endlange. Also die Medipacks finde ich extrem... Oh oh. Ich glaube, ich gehe mal eben kurz weg. Oder? Nee, passt schon. Ich habe jemanden gehört. Ihr habt eben das... Oh mein Gott, das Herz klopfen. Ich habe immer wieder Angst bei dem Game. Gibt es noch Horrorspiele, wo man Angst hat? Ja. Ich habe tatsächlich manchmal... Hört ihr das? Hört ihr das? Da vorne ist er, der läuft, der läuft. Ja, ich habe tatsächlich manchmal noch ein bisschen Schiss. Das ist aber die Panik, glaube ich. Ich meine, wenn so ein Kettensägenmörder oder ich weiß nicht, was für ein Typ das ist, die da hinterherläuft, hättest du da keine Angst? Natürlich hättest du da Angst. Oh oh. Gehen wir schnell weiter, gehen wir schnell weiter. Der Killer kann uns hören, ja? Okay, perfekt, perfekt. Dem Helfer nicht. Ich weiß immer, wenn ich helfe, dann verkacke ich. Und der wird eh bestimmt campen. Das heißt, ich kann derzeit einfach 2 Generatoren anmachen. Vielleicht hilft ja mein Team den. Vielleicht helfe ich auch gleich noch. Der muss noch ein bisschen aushalten. Der muss noch ein bisschen aushalten. Scheiß drauf. Aber dass er sich erwischen lassen hat. Dass er sich erwischen lassen hat, ne? Das war auch nicht gut. Ach komm, da sieht man auch, wieso ich ungern Survivor spiele. Ich glaube, das ist einfach nur eine Übungssache, dass ich ganz, ganz, ganz oft spielen muss. Oh Gott, er versucht sich selber zu befreien, damit stirbt er doch, der Idiot. Sag nicht, der ist jetzt gestorben. Oh mein Gott, Wecker-Fail. Wecker-Fail. Ich hoffe, das kommt nicht nochmal. Hey, was ist das? Was war das? Wieso, was war das für ein gelbes Bild gerade da? Okay, perfekt. Diesmal habe ich es wieder geschafft. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Okay, da ist ein Teammate. Kann ich ihn befreien? Ich versuche den zu befreien. Der campt den halt hardcore durch.
Weil dann sollen wir es versuchen? Sollen wir versuchen, ihn zu. Ja, der kämpft halt wirklich, Mann. Er kämmt halt wirklich durch. Ist das der Fallenleger? Okay, wir leben nur noch zu zweit. Wir leben nur noch zu zweit. Ich bin aber ganz gut im Entkommen. Ich habe mir das mit den Fenstern und so, habe ich mir ganz gut inzwischen angewöhnt. Im Entkommen bin ich ganz gut, also... Ich bin schon echt glücklich, dass ich nicht der Erste bin, der hier erwischt wurde. Da bin ich sogar ein bisschen stolz drauf. Ich glaube, das... Was war denn das für einer? Ich glaube, das war der Fallenstelle. Das hat richtig böse noch. Das wird mal richtig böse. So, der Generator wird gemacht. Es fehlt nur noch ein Generator und dann können wir entkommen. Ich habe aber das Problem als Survivor, ich finde nie die Generatoren. Nie. Also wirklich nie. Aber da hat man eben auch gesehen, ich hatte keine Chance zu helfen. Ich hatte absolut keine Chance zu helfen. Der hat gecampt. Normalerweise ist das Campen schlecht, weil in der Zeit... Ah, guck mal, hier ist ein Generator. Weil normalerweise... Wird in der Zeit immer, ah, oh, sehr schön. Ich muss diese Dinger unbedingt hinbekommen. Normalerweise, wenn du campst, können dann, wisst ihr, er campt einen. Oh nein, er hat einen gefangen. Er campt einen, aber in der Zeit gehen, werden drei andere Leute einfach, ja, wie soll ich sagen, da werden, können drei Leute drei Generatoren machen. Dann machen die noch zwei und dann ist das Game schon vorbei. Okay, da vorne ist er, da vorne. Er muss jetzt auf Zeit spielen. Ich werde jetzt versuchen zu defusen. Er wird wahrscheinlich denken, ich werde den versuchen zu retten. Ich opfer ihn jetzt einfach. Man muss, also man hat gesehen, ich habe eben wirklich versucht zu helfen, es ging nicht. Oh Gott. Jetzt wird er kommen, jetzt wird er kommen. Ich habe halt gar keine Chance, ne? Ach du Kacke. Oder war der? Der hat mich aber nicht gesehen. Ich werde jetzt versuchen, nochmal denselben Generator anzuschalten. Da muss ich aber auch sagen, da war das Team ein bisschen schwach, dass sie kaum Generatoren aufgemacht haben. Der hat, glaube ich, da hinten eine Falle gestellt. Ich weiß nicht, von welcher Seite er kommen wird. Ich glaube, der hat eine Falle gestellt. War das überhaupt der Fallensteller? Ich glaube, das war der Fallensteller. Ich muss unbedingt aufpassen. Ganz langsam hier vorgehen. Ja. Das ist der Fallensteller. Gut, dass ich die Falle gesehen habe. Dass ich gesehen habe, dass er hier eine Falle... Dass er eine Falle stellt. Boah, das gibt Punkte, das gibt Punkte.
schnell weglaufen zum Eingang. Ich muss auf Fallen aufpassen. Die Fallen, die könnten jetzt noch meinen Sieg kosten. Hat er mich gesehen? Ja, hat mich gesehen. Schnell weg hier. Ja, oh Mann, er hat mich gesehen. Ach komm, ich hatte aber auch so ein dreckiges Team einfach wieder nur. Was soll ich denn da machen? Habt ihr das gesehen? Der eine lässt sich sofort... Normalerweise bin ich ja der, ne? Normalerweise bin ich der sich sofort fangen lässt, ne? Aber ich, was soll ich denn machen? Der ist... Das ist eine Maschine. Ja, das war's. Das war's. Ach, Mann! Ich hab... Wie viele Generatoren habe ich angemacht? 3 1/18 von dem einen Ding? Mann, das gibt's doch nicht. Ekelhaft so. Nein. Okay, es war. Aber ich habe auf jeden Fall länger überlebt. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja sogar einen Blutpunkt. Was? Ich krieg nicht mal einen Blutpunkt? Ich habe hier das Game durchgecarried hier. Objective 6000. Ey, das ist ja low. Item lost. Und ich habe noch Items verloren wegen so einem Team. Ey, das ist ja. Guck dir das an, 900.000, okay, ja. Ich konnte ihm aber auch nicht helfen, es ging einfach nicht zu helfen. Wäre ich ein bisschen besser in diesen Objective-Dingern, dann hätte ich es geschafft, aber... So, ich hatte auch Pech, am Ende bin ich in den reingelaufen. Ich hatte einfach nur Pech. Ich bin am Ende in den reingelaufen. Hat er aber auch gut gespielt, ja. Er hat gut gespielt, mein Team hat scheiße gespielt, weil normalerweise, wenn jemand campt, dann können Survivor nicht verlieren. Die können einfach nicht verlieren, weil die mit 3 Mann machen die sofort, während einer gefangen wird, machen die alle Generatoren durch. Aber mein Team, Anki, die haben die wahrscheinlich nicht gefunden. Da habe ich diesmal mehr Glück gehabt, habe die gefunden. Ach, Mann, ey. Mann, war das knapp. Gucken wir eben noch Bloodline, was wir skillen können. Komm hier, Upgrade. Ach, mich ärgert das. Mich ärgert das. Ich war wieder zu hektisch. Normalerweise bin ich richtig gut im Entkommen. So, zack, das hier machen wir. Was haben wir da gelernt? Add 5 Sekunden Charge to any map. 5 Sekunden Charge to any map, was? Keine Ahnung, was das bedeutet. Eine Taschenlampe, was man auch immer mit der Taschenlampe machen kann. 5... Wofür braucht man denn eine Taschenlampe? Und das kann man nicht lernen. Was hätte das denn geben? Unlock Retention, 1-Hour Reading Ability. When the Exit Gates are powered, the Killer's Aura is revealed. Ah, okay. Wenn ein Exit, also wenn, so wie es eben war, das, diese Aura hätte mich gerettet, Dark Sense. Die brauche ich unbedingt. Das bedeutet also, wenn alle Generatoren angeschaltet werden, dann sehe ich für 3 Sekunden lang den Killer. Das hätte mir, da hätte ich vom Killer natürlich weggekommen und ja, das hätte mir meinen Sieg eingebracht, aber leider nicht so. Naja, trotzdem, schönes Spiel gewesen, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!